Song. Ja, zum Wohl. Ein Gläschen Sekt, ein Strauß Blumen. Ganz offensichtlich, hier gibt es etwas zu feiern. Der Oberbürgermeister hat ins Rathaus geladen, um Francesco Friedrich nach seiner erfolgreichen Saison zu gratulieren. Der Bobpilot aus Pirna machte bei der Weltmeisterschaft in Lake Placid auf sich aufmerksam. Völlig überraschend fuhr der 21-Jährige im Zweierbob auf den vierten Platz. Hauchdünn, mit 0,07 Sekunden Rückstand, verpasste er die Bronzemedaille. Ja, seit 24 Stunden ist er in Pirna und schon der Empfang beim Oberbürgermeister. Francesco Friedrich, wie waren denn so die ersten Stunden wieder zu Hause? Musste man allen und jedem erklären, was da passiert ist bei der Weltmeisterschaft? Naja, wie soll ich sagen? Die ich gesehen habe, den auf jeden Fall. Viele habe ich noch nie gesehen, ein paar habe ich angerufen. Viele haben ja sowieso schon gratuliert in Facebook und etc., was es nicht alles gibt. Handy, SMS. Den habe ich versucht, allen zu antworten. Man schafft es natürlich nie, aber man gibt sich schon Mühe. Sprechen wir über die Weltmeisterschaft im Zweierbob. Sensationell wurde es immer wieder geschrieben und war es am Ende auch der vierte Platz. Was überwiegt? Die Freude über diesen vierten Platz oder ein klein wenig der Ärger, dass es eben doch 0,07 Sekunden waren, die auf Platz 3 gefehlt haben? In erster Linie die Freude. Wir waren natürlich schon erst das erste Mal auf dieser Bahn. Die anderen Deutschen, die dort waren, haben mindestens schon 40 Fahrten weg. Es wäre natürlich sensationell gewesen, dort als bester Deutscher im Zweierbob wegzufahren. Aber im Endeffekt freuen wir uns trotzdem sehr über den vierten Platz. Mit im abschließenden Lauf Laufbestzeit und Startbestzeit. Also eigentlich konnte es nicht besser laufen. Unser Ziel war Top 8. Das haben wir übertroffen. Natürlich traurig. Vielleicht ein bisschen, dass es nie zum dritten Platz gereicht hat, mit nur 0,07 Sekunden, aber im Überwiegenden ist die Freude. Ja, du sprachst es an, die Bahn habt ihr erst relativ kurz davor kennenlernen dürfen, die anderen hatten da einen extremen Vorteil. Wie konntest du das so schnell kompensieren? Wer hat dir geholfen, wer hat dir Tipps gegeben, dass du dich dann auch in Lake Placid so schnell und so gut zurechtgefunden hast? Ja, also ich hatte nur 6 Trainingsläufe auf dieser sehr, sehr schwierigen Bahn. Man kennt natürlich schon einiges, man kann es in etwa vergleichen. Manche Passagen sind ähnlich wie irgendwo anders, aber es gibt halt 2, 3 Stellen, die wirklich schwierig dort sind, die es nirgends anders gibt, wo man auch schnell mal auf der Nase liegen kann. Aber die Trainer, die Bahntrainer von dem deutschen Team haben mir natürlich geholfen. Dann hatte ich ein paar Tipps vom Gerd per E-Mail gekriegt. Gerd Leopold, dein Heimtrainer? Ganz genau, der leider nicht mehr dort sein durfte. Aber ansonsten habe ich es mir halt selber erarbeitet und habe es gut umsetzen können, was die Trainer gesagt haben und bin super zurechtgekommen mit dieser Bahn. Und so kann so ein Ergebnis zustande kommen. Du bist im Bob Deutschland 3 an den Start gegangen, Arndt und Machata, die 2 gesetzten deutschen Starter. Inwiefern hast du dir denn mit diesem tollen Lauf im vierten Lauf des Zweierbobs so eine Art Respekt verschaffen können bei deiner deutschen Konkurrenz? Wissen die jetzt, wer Friedrich ist und achten die, wie der fährt? Das wussten die schon vorher, glaube ich, die Deutschen vor allem. Und die Ausländer haben dann auch, die haben auch mir sehr viel Respekt zugezollt, die hätten es auch nie erwartet. Und die wussten auch viele, dass ich das erste Mal erst dort war, also die hätten auch nicht damit gerechnet. Das heißt, es gab zumindest verbal viele Blumensträuße schon vor Ort. Im Viererbob lief es nicht ganz so erfolgreich, da ist der 9. Platz bei rausgesprungen. Ein Ergebnis, mit dem man aber rechnen musste, weil Zweierbob dann eben vielleicht doch als Einsteiger etwas einfacher zu fahren ist? Es liegt eher daran, dass ich als Pilot ein sehr, sehr starker Pilot bin am Pilotenbügel und gut mitschieben kann, im Gegensatz zu manch anderen. So kann mir im Zweierbob viel stärkere Startzeiten gehen, wie im Viererbob. Und im Viererbob hatten wir dann auch den Marco Hübenbecker nicht mit am Start. Und so muss man das sehen, dass wir eigentlich im Viererbob im Vergleich zum Zweierbob am Start unterlegen waren. Und daraus haben wir wirklich noch sehr gute Startzeiten rausgeholt. Der Bob war schwerer wie bei den anderen. Die anderen Deutschen hatten wirklich die Top-Anschieber, die es in Deutschland gibt, auf dem Schlitten. Und ich musste halt in Anführungszeichen das nehmen, was übrig blieb, weil viele verletzt waren diese Saison. Die Anschieber aus deinem Bob, haben sie sich noch beschwert im Nachhinein über Kopfschmerzen nach dem vierten Lauf? Nein, überhaupt nicht. Das war, glaube ich, aber, um diesen Lauf noch ein bisschen zu charakterisieren, sicherlich so eine Kategorie voll auf Angriff gefahren und es ging ein bisschen schief? Das Problem ist dort, wenn dort eine Kurve nicht stimmt in dem Labyrinth, dann wirkt sich das auf die nächsten Kurven aus und dann stimmt die Geschwindigkeit unten nie.
Ausfahrt 10, dachte ich eigentlich, der Bob kommt gut raus, stand, keine Bande mitgenommen. Und kurz vor der Kurve 11 geht das Vorderboot leicht nach links weg. Dann hat man es ganz schwer im Labyrinth. Man muss früh an die Kurve 11 rankommen, den Bob gleich drehen und wieder öffnen, dass er geradeaus lange an der Kurve mitfahren kann und gut an die 12 kommt, dass man dort wieder früh wegfahren kann. Und wenn das alles nicht so stimmt, dann funktioniert das ganze Prinzip in dem Labyrinth dort nicht mehr und dann wird es unten raus schwer. Die Saison ist zu Ende für Francesco Friedrich, Sieger im Europacup, einen guten Einstand bei der A-Elite, die Weltmeisterschaft mit Bravour gemeistert. Kann man sagen, das war die Saison des Durchbruchs? Das haben wir eigentlich schon von letzter Saison gedacht. Ist schwer einzuschätzen. Man wird im Herbst sehen, wie gut wir im Sommer trainiert haben, wo wir stehen und ob es nächstes Jahr für die gesamte Weltcup-Saison reicht. Ja, und über die Vorhaben, aber auch über das, was du alles erlebt hast in dieser Saison, wollen wir natürlich noch mal ausführlicher sprechen. 13. März haben wir einen Termin miteinander. Schön wäre es, wenn einige dazukommen. Zur Zeitlupe das Volksbank Pirna Sportgespräch im Billis, 20 Uhr ist Aufzeichnung. Du bist dabei, dein Heimtrainer ist dabei und Sie hoffentlich auch, liebe Zuschauer.